So, jetzt bin ich hier also am südlichsten Punkt der Schweiz angetroffen. Der südlichste Punkt der Schweiz, der ist Grenze zu Italien. Ihr seht hier, die Grenze ist sehr stark bewacht. Also es ist wirklich, ja, da kommt niemand durch. Da kommt niemand durch. Und ich habe mir vorgestellt, was wird hier antreffen, wenn man hier an den südlichsten Punkt geht der Schweiz. Und ich muss sagen, ja, sie haben sich etwas überlegt und etwas gemacht. Ja, das wäre jetzt also der südlichste Punkt der Schweiz, das ist der Grenzstein 75b. Und ist ein oranger Wegweiser, also ist auch eine Umleitung. Der südlichste Punkt war auch ein anderer Ort. Hier Grenzstein 75b. Grüß dich, buongiorno. Und wie gesagt, hängen nachher die bewachte Grenze. Also eigentlich wäre ich jetzt hier schon auf italienischem Boden. Aber jetzt an einem besetzten Stein haben sie die Schweiz nachher gemacht. Vielleicht kann ich das da, ja, da schnell ein bisschen mit dem Weitwinkel zeigen. Hübsch aus ja um. Und jetzt hier noch so einen Picknickplatz. Hier da hinten sieht man die Grenzzone. Ja, und da hat es also so einen Picknickplatz. Und die Helvetia ist schon da. Und der zweite Picknicktisch ist so ein bisschen Arena. Und da hat es noch eine Schweizer Fahne, die man jetzt gerade nicht so sieht, bei windstill. Und das Schild Corso Muria Secco, verstehe ich jetzt nicht, was sie damit meinen. Aber alles in allem ein gelungener Ausflug, hat sich gelohnt, südlichster Punkt der Schweiz, hat Spass gemacht. Von Lugano in die Ceneri Basistunnel. Vor ein paar Minuten sind wir abgefahren. Und jetzt geht es ins Loch. Wir sind in einem Regio-Express, wo er weiterfährt auf Locarno. Und jawohl, wir sind also jetzt schon drin. Gut, hätten wir das. Wir sind hier immer noch im Ceneri Basistunnel. Wir haben jetzt ziemlich stark abgebremst. Ich gehe davon aus, dass ein anderer Zug von Garno Richtung Lugano geht. Und jawohl, jetzt kommen wir raus. Das Spannende ist hier das Hängergleis. San Antonino. Fahren Züge weiter Richtung Norden. Und wir gehen jetzt über die Verbindungslinie, über die Bretella. Jetzt gehen wir hier unter dem anderen Gleis durch, der Richtung Norden geht. Dort im Hintergrund sieht man vielleicht gerade das Güterzug, das abfährt. Das ist jetzt die Verbindungslinie, wo von dieser Verbindung Locarno, Lugano befahren wird. Und hier münden wir dann wieder in die Streckengleise zu Biasco nach Cadenazzo. Voilà, wir haben die Bretella also jetzt in dieser Richtung befahren. Wir müssen schauen, vielleicht gibt es dann noch eine Fahrt in die andere Richtung. Aber das wäre jetzt mal geschafft. Das ist übrigens noch die alte Haltestelle San Antonino, die wir jetzt gerade durchfahren. Und ich gehe davon aus, dass hier vorne noch etwas Neues bauen. Das nehmen wir noch schnell mit. Das ist auch wieder ein bisschen näher beim Dorf, so ein bisschen klassisch. Jawohl, kommt ordentlich daher. So ein bisschen klassisch, wartet sogar jemand auf den Zug. Genau, und voilà. Der Ort heisst San Antonio. jetzt sind wir in Flüelen. Es ist fein, ein bisschen föhnig da. Und ich habe mich gefragt, das Wasser in diesem See, ob das einfach da ist, ist das einfach eine Tatsache. Und jetzt habe ich es herausgefunden. Er wird aufgefüllt. Der See wird aber so aufgefüllt und hier ist jetzt das Mysterium gelöst. Da läuft Wasser drin, dass auch die Schiffe noch fahren können und dass es näher nicht so stückt ist, aber weg. So, jetzt sind wir hier also in Vinadi. Vinadi ist die östlichste ÖV-Haltestelle der Schweiz. Es hat Postauto von Martina nach Samnau, das hier fährt. Und es hat einen sauberen Stundentakt. Der Tag hört hier um 7:45 auf. Und wenn man ganz ruhig ist, hört man die Stille. Ich stehe hier in Sagliains auf dem Perron. Das ist der einzige Bahnhof auf der Welt, wo kein Ein- und Ausgang hat. Hier kann man nur umsteigen. Sonst kann man da nichts machen. Nichts. So, jetzt haben wir so geschafft an der nördlichen Teil der Schweiz. Wir sind hier im Schwarzenstein, im nördlichen Teil des Kantons Schaffhausen, nördlich von Bargen. Und ich erlaube mir also hier tatsächlich auf dem Stein zu sitzen. Und er ist tatsächlich, das wäre jetzt der Stein. GB steht für Grossherzogtum Baden. Den hat es in Deutschland noch nicht gegeben. 1839, als die Grenze festgelegt wurde. 593 ist das Nummer des Steins. Hier ist die Gemeinde Eppenhofen, die da hinten dran ist, die auch hermündet. Dann haben wir N für, jetzt muss ich spicken, Nordhalden. Das ist auch eine Gemeinde, eine deutsche Gemeinde. Und hier haben wir Credit Suisse und B. B steht für Bargen und Credit Suisse natürlich ist falsch, es ist ein Kanton Schaffhausen. Den hat es dann schon gegeben, 1839, aber Deutschland noch nicht, darum das Grossherzogtum Baden. Und jetzt sind wir da schon drumherum. Es ist eigentlich schön hier oben, es ist wirklich schön. Es hat da noch so ein Häuschen, das erklärt, warum wir dem der schwarze Stein sagt. Und da heisst es deutlich, dass man an dieser Stelle hat die Verbannten aus Schaffhausen ausgewiesen Richtung Deutschland. Also das ist so ein Ausschaffungspunkt. Das ist schon noch komisch, da tut man das offenbar zelebrieren von früher. Aber wie das dann zu und her gegangen ist, kann man sich sicher vorstellen. Oder eben nicht vorstellen. Voilà, wir schauen Richtung Süden, Richtung Schweiz. Es ist ein gemütlicher Flecken. Und das, was ihr im Hintergrund gehört, ist ein Flugzeug. Wir sind nämlich da gerade voll in der Anflugschneise vom Flughafen Zürich. So, jetzt sind wir hier an Rhone. Rhone ist schon Frankreich. Wir sind auf der Schweizer Seite. Da hat es eine wunderschöne Eisenbrücke vermietet und vermutlich auch von Gustave Eiffel gemacht worden. Also es ist schön hier. Oh. So, jetzt sind wir also am westlichsten Punkt der Schweiz angelangt. Ich habe Kappen an, ich habe einen Regenschirm aufgespannt und das Wetter ist übelst. Und ja, wir auf der Karte müssen nachschauen, ob wir jetzt hier wirklich richtig sind. Es wird überhaupt nicht zelebriert da, es ist nichts. Es hat einfach den klassischen Grenzstein, 1,5 oder 15 oder wie er heisst. Wir müssen nachschauen auf der Karte, ob es jetzt da ist. Nehmen wir an, S steht für Swiss, dann müsste N nachher F stehen. 1946 F. Also ich bin jetzt schon auf Franzosenboden. Und echt jetzt, das ist alles. Es hätte keine Tafeln, es hätte kein Nichts, es hätte eine Meteostation. Ja, jetzt nichts Spezielles. Also eigentlich ist ja, genau, die Grenze ist ja in Rhone. Drinnen. Jetzt gehen wir mal schnell schauen. Jetzt wird es ja vielleicht ein lustiges Video, weil es mir auf den Sack schlägt. Aber ich passe auf. Nein, ist gegangen. Ja, es ist auch wirklich so eine Messstation. Und da irgendwo müsste der westlichste Punkt sein. Also, Alles in allem von der Gegend her schön, aber ich habe mir schon vorgestellt, dass wir das dann zelebrieren können. Mit einer Gedenktafel, Isis, irgendetwas. Und das Interessante ist ja, dass eben wirklich der westlichste Punkt der Schweiz ist. Das Schweizer Rhone, und vermutlich ist 1946, als sie das fixiert haben, oder wenn auch immer, haben die Franzosen gesagt, «Non, non, 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 c'est Paris veut qu'on fait au milieu du Rhone.» Und wenn Paris so etwas hat, dann wird das natürlich gemacht, das ist klar. Also, westlichster Punkt wäre auch erreicht. Ja, einfach so für die Bücher sagen wir, es ist wunderschön da, auch wenn es regnet.